Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es hier sehen könnt, wurden jetzt die 14 Tage Fortnite-Herausforderung angekündigt, beziehungsweise nochmal das weitere Winterfest. Und zwar wird das morgen am 17. Dezember beginnen, was ich eigentlich auch ganz nice finde. So kann ich das doch vor meinem Urlaub sehen. Am 17. beginnt es eben halt und es gibt eben halt Herausforderungen, kostenlose Geschenke und so weiter. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese Woche wahrscheinlich wieder ein Update bekommen mit ein paar Map-Änderungen. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Ich würde sagen, wir schauen uns dann jetzt den Itemshop an. Allerdings, bevor wir das tun, lasst gerne mal ein Abo da, wenn ihr hier keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Außerdem lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar hier unter dem Video da und teilt auch das Video. Würde mich auch extrem supporten. Und im Itemshop haben wir heute immer noch den Weihnachtsschuper von gestern. Dazu die Prügelzweig-Spitzhacke und die Ho-Ho-Ho-Lackierung. Dann als nächstes haben wir den Zero-Skin. Hier hinten mit dem schwarzen Loch Backpack. Dazu die Nullpunkt-Lackierung. Dann heute wieder im Shop. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der neu ist oder ob das ein alter Skin ist. Habe ich keinen genauen Überblick, aber kann schon ganz gut sein, dass er von den ganzen Votings jetzt im Shop ist. Auf jeden Fall einmal hier im Held-Stil, einmal im Miliz-Stil und dann im Miliz-Schimmer-Stil. Hinten das Backpack, auch einmal im Miliz-Stil. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und dazu dann die Schlagsäge. Als nächstes haben wir die Feldsanitäterin. Auch mit einem zweiten Stil, nämlich einfach ohne Helm. Dann haben wir noch den ins schwarze Skin. Den Schere Stein Papier Emote. Dann haben wir das Papierflugzeug. Dann noch ein Fortbewegungs-Emote, unser Billy Bounce. Und als letztes hier Elektro Swing. Dann gehen wir noch mal ganz schnell über den Star Wars Shop rüber. Einmal hier der Finn Skin, dann der Ray Skin und der Sith Trooper. Dann dazu noch mal Rays Kampfstab. Dann den Schlagstock als Spitzhacke, den Teiljäger der ersten Ordnung und Widerstand da um Hoch-Emote. Und dann einmal noch den Verräter-Emote. Ich denke mal, es wird jetzt die ganze Zeit drin bleiben, bis das Star Wars Event auch vorbei ist. Das heißt, ihr werdet eventuell noch Zeit haben, aber ich denke mal, wenn es irgendwann rausgehen sollte, dann einmal jetzt und dann kommt es wieder am Ende des Events wieder. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.